how hard I try, try. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardcore Games. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir spielen eine Runde Hardcore Games und keine normale Runde. Nein, wir sind ja sogar auf einem EU-HG-Server. Vielleicht kennt ihr schon die BR-Variante von FreeHG, beziehungsweise habt schon mal irgendwann FreeHG gespielt. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall muss ich aus meinem Kit hier, wenn ich mal Känguru so. Und ja, auf jeden Fall haben die jetzt einen EU-Server, was mich richtig freut. Und hier sind noch nicht so krass viele Leute drauf wie auf dem BR-Server. Aber wenn jetzt so ein paar EU-YouTuber hierüber ein Video machen, werden jetzt hier auch wieder krass viele Leute drauf kommen. Ich glaube, es hat noch fast keiner ein Video hier drüber gemacht. Ich glaube, einer der ersten, der bislang hier so ein Video gerade drüber macht. Und das ist auch meine allererste Runde so richtig, die ich so richtig mitspiele. Und ich habe keinen Sumpf gefunden, deshalb renne ich jetzt einfach hier in den Dschungel und versuche hier meine Kokobin zu kriegen. Aber das sollte kein Problem für mich sein. Und ja, wahrscheinlich wird das hier so ein Uncut-Video, wo ich einfach nur etwas über den Server laber. Denn der gefällt mir einfach richtig, denn es gibt einfach überhaupt keinen EU-Server mehr. Und naja, die Idee hinter dem Server gibt es schon fast 2 Wochen, glaube ich, dass man bei FreeHG auch einen EU-Server macht. Und ja, ich habe bisher auf dem Server auch schon YouTuber bekommen, was ich ziemlich cool finde. Dass mir einfach kommen, ja komm, machst du gleich ein Video drüber, also ich komme mir irgendwie kein Geld oder so, was dafür. Es gibt es auch, es gibt schon heutzutage Leute, die denken, man spielt nur auf einem Server, nur dafür, dass man Geld bekommt und keine Ahnung. Ich habe mich hier für kein Geld, macht das einfach so, just for fun, weil ich den Server einfach cool finde und den Server supporten möchte. Und ja, auf jeden Fall, die nächste Sache ist, wenn ihr hier auf dem Server connecten möchtet, müsst ihr die IP EU. freehg.com verwenden, steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Aber ich denke mal, das bekommt ihr alle hin. Und ja, ich muss es gar nicht erklären. Nicht selbstredend. Und ja, so ein paar Übersetzungen auf dem Server sind hier noch nicht ganz richtig, da die ganzen Leute, die den Server hier übersetzt haben, aus Brasilien oder aus Portugal oder wo auch immer herkommen. Deshalb konnte ich da, glaube ich, nicht so krass gut Englisch, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt so richtig unterrichtet wird, wie es hier in Deutschland oder in anderen Ländern unterrichtet wird. Auf jeden Fall gibt es da noch ein paar Fehler, aber seid da bitte nicht so streng mit, weil es gibt auch manche Menschen, die sagen, oh mein Gott, der Server ist scheiße, da sind die Übersetzungen richtig kacke, was ist das denn für ein unprofessioneller Server? Nein, das ist einfach ein Server, der von netten Leuten betrieben wird. Ich weiß nicht, ob bei den brasilianischen, ich glaube, ist der BR, ich glaube schon, der wird von den brasilianischen oder portugiesischen YouTuber Emitos betrieben. Auf jeden Fall redet der Portugiesisch. Da man halt in Brasilien Portugiesisch redet. Ich sage nicht, ich rede jetzt ja irgendeine Scheiße, nein. Auf jeden Fall, ja. Also ein YouTuber, der 160.000 Abonnenten hat oder so. Er hatte früher YouTuber auch auf MCPP, beziehungsweise hat früher auch MCPP gebracht. Ich weiß jetzt nicht, was er noch alles aus seinem Kanal bringt, denn ich habe ihn nicht abonniert, da ich ihn nicht verstehe. Aber egal, auf jeden Fall ist hier unten gleich mal ein Gegner, den ich mal hoffentlich töten werden kann. Der hat, glaube ich, keine Suppen, kann das sein. Und ja, Känguru ist hier nicht so krass OP. Man kann, glaube ich, 2-3 Mal grappeln. Grappeln sage ich schon, Känguru. Und ja, ihr habt ihr gerade gemerkt, ich bin noch nicht so ganz eingespielt, beziehungsweise bin eigentlich gar nicht eingespielt. Aber das Coole ist, ihr könnt auf dem Server auch mit 1.7 connecten. Das heißt, es ist ziemlich cool. Und, Bruder, du hast Anti-Knockback. Hallo? Hackst du? Kann das sein, dass der hackt, der junge Mann hier? Ich bin mir nicht sicher, ob er ein BR ist, der einfach hier auf dem Server Just for Fun spielt, oder ob er tolle Cheats hat, denn er hat einfach keinen Knockback, beziehungsweise er bekommt keinen Knockback. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt los mit dem Typen ist, aber ich versuche ihn jetzt einfach mal zu töten. Aber der Junge hat im Wasser überhaupt keinen Knockback bekommen. Also, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber einfach keine Knockback im Wasser bekommen. Und er wird mich wahrscheinlich töten, weil er mehr Suppen als ich hat. Er rennt weg. Er hat mich getötet. Ach man. Das Coole hierbei ist halt auch, dass man halt, wenn man respawnt, sogar einen neuen Kompass bekommt. Ich weiß nicht, ob es an meinem YouTuber-Rang liegt, dass man jetzt einen neuen Kompass bekommt, wenn man respawnt. Aber, ja. Auf jeden Fall weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt hier noch einfach eine andere Runde dranhängen werde. Die habe ich jetzt halt wirklich verkackt. Ein Typ hatte einfach, so ein wenig Knockback-Hacks oder auch nicht. Ich weiß nicht, kann doch sein, dass er einfach ein BR ist und überhaupt gar keinen Knockback bekommt. Oder einer der Typen ist einfach seine tolle Taktik ausgeübt hat oder halt sowas. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen Holz.
Und ja, was kann ich noch ansprechen? Ich weiß es eigentlich nicht. Eigentlich nur, dass ich jetzt, wenn der Server gut wird, beziehungsweise der Server auch hier ganz viele User bekommst, jetzt ganz viele, Hauptsache so, 15, 16, 15 plus User pro Runde bekommen, dann werde ich auch mal wieder mehr HG hochladen. Vielleicht sogar täglich, mal schauen. Aber ich glaube, täglich werde ich eh nicht einhalten, von daher, nee, das mache ich glaube ich nicht, aber mindestens so alle 3 Tage so ein HG-Video wäre doch mal cool. Nicht so wie jetzt, irgendwie alle 5 Tage ein Video. Aber das lag halt zum einen noch daran, dass ich krank war. Und da konnte ich halt keine Videos hochladen. Das tut mir nochmal leid. Und ja, wahrscheinlich ist es auch für die ganzen Leute, die jetzt hier auf meinem Kanal sind, nur um PvP zu sehen, ziemlich langweilig, da ich halt nur so ein paar Sachen anspreche, den Server so ein bisschen vorstelle und halt sowas mache. Das Dumme ist halt, wenn man halt hier respawnt, hat man seine Kit-Fähigkeit nicht mehr, beziehungsweise man hat seine Kit-Fähigkeit schon noch, nur man hat sein Item nicht mehr, was man hatte. Wenn man halt Viper ist und Leute vergiften, also mit Kit Viper kann man halt Leute vergiften. Ich weiß nicht, ob das alle noch kennen von euch, sind da ein paar neue dazugekommen, die vielleicht auch noch nicht HG gespielt haben. Und damit Viper-Kit kann man, wenn man wen schlägt, Leute vergiften. Und wenn man halt damit respawnen würde, also so war es so auf dem alten NCPP-Server, kann man, wenn man respawnt, weiterhin Leute vergiften, wenn man die anschlägt. Und ich weiß nicht, ob ich dann nicht in den Kangaroo Rocket wieder bekomme, ob ich dann weiterspielen könnte. Oder ob ich dann, ja, halt neu anfangen müsste und... Was heißt neu anfangen müsste, was rede ich? Nein, dass ich dann halt keine Kit-Fähigkeit mehr habe. Also keine Ahnung. Ich glaube, das ist aber nicht so... Da bringe ich mir noch ein paar Schweinchen, damit ich meine Suppen nicht für Essen verschwenden muss. Aber ja, falls ich hier in der Runde auch noch verrecken sollte, werde ich dann einfach so weiterhin aufnehmen, wie ich halt so ein bisschen spectaten. Denn wenn man sich hier einen Rang kauft, kann man auch spectaten. Was ich einerseits nicht so cool finde, denn ich fand es halt immer so cool, wenn so YouTuber und Höher nur spectaten könnte. Weil wenn man sich hier extra einen Rang kauft, man kauft sich dann halt wahrscheinlich nur einen Rang, um halt hier spectaten zu dürfen und halt um halt ein paar Kits zu haben. Und ja, deshalb keine Ahnung. Vielleicht kann man mit, ich weiß nicht, ob man schon bei dem niedrigsten Rang, wenn man sich den Chaos spectaten kann, ich glaube, aber auf jeden Fall dieser dunkelgrüne Rang, ich glaube, der heißt Gott oder so, da kann man sich, da kann man spectaten. Wo ist denn der Typ? Wo bist denn du? Ich habe auch nur ein Holzschwert, was nicht so cool ist. Und ja, also was ich sagen wollte, ist halt, es wäre halt cooler, wenn der Typ hier oben mich nicht töten würde. Ah, aber der ist ein Ninja. Und verteilt ganz schön. Und hier kommt, glaube ich, auch noch einer. Ja, ich merke schon. Ja, ich merke schon. Warum haut er mich denn? Er schreibt halt, behind haut mich dann nicht und dann haut er mich oder was? Naja. GG schon mal an den Typen, denn ich werde an den sterben. Ach, der ist Anchor. War der andere gerade auch Anchor, aber ich glaube nicht, dass der Anchor war. Da stand nicht über seinem Namen Anchor. Und ich habe mich halt so verlesen. Ja, ich bin tot, GG. Auch wenn die Runde jetzt nicht so cool war, ich werde die jetzt einfach nehmen und die irgendwie noch ein bisschen weiter spectaten. Auf jeden Fall spectaten wir gerade den lieben Risky und der wird wahrscheinlich jetzt gegen den... Ne, die haben beide geteamt und der hat wahrscheinlich gerade seinen Mate noch gesagt, ich sterbe, dein Schweine, hilf mir bitte, bitte töte den. Und naja, dann bin ich halt gestorben. Aber egal, auf jeden Fall gibt es hier noch ein paar andere Typen, die ich jetzt spectaten kann. Aber ich glaube, hier sind noch ein paar Sachen, die noch so ein wenig verbuggt sind. Aber egal. Ich glaube, ich werde jetzt einfach hier noch an die Runde, anstatt zu spectaten, mal irgendwie keine Action passiert. Ich spectate das hier schon seit 5 Minuten, aber nichts passiert. Keiner kämpft irgendwie. Ich habe keinen Bock jetzt noch zu warten. Dann werde ich einfach gleich in die nächste Runde reingehen und da vielleicht so ein bisschen ohne Stimme aufnehmen. Noch so ein paar. Ah! Ich bin hier gerade auf rausgetappt. Nein, bitte, hör auf. Bitte nimm noch auf. Hilfe. So, jetzt bin ich wieder drin. Ja gut, dann werde ich einfach versuchen, da noch ein Paket zu machen. Vielleicht die noch jetzt hinten das Video dran zu schicken. Da würde ich sagen, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß noch mit den letzten Clips, die jetzt noch hier ins Video drankommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder in einer tollen HG-Runde. In die Kommentare könnt ihr mir halt auch mal reinschreiben, ob ihr es lieber mögt, wenn ich die Leute die Sachen dann so ein bisschen editiere, so ein paar Action-Cuts davon mache. Oder ob ich einfach ganz so ein bisschen Live-Commentary mache, so wie ich es auch in diesem Video gemacht habe, was mir eigentlich am leichtesten fällt und keine Ahnung. Ist ja ziemlich cool. Dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und viel Spaß. Tschüss.